Der nächste Teil, The Lost Crown. Ich habe überlegt, hier in der Einleitung irgendwas noch zu zeigen oder sonstiges, aber ich möchte ausdrücklich hier jetzt mal erwähnen, dass ich das, was jetzt hier passiert, absolut widerlich finde. Jemand hat gesagt, hey, es sind nur Pixelkatzen. Viele andere haben gesagt, hey, ich kann nicht verstehen, wenn du das jetzt hier in die Ecke schmeißt. Die meisten wissen ja auch, dass ich zwei Katzen habe und bei Katzen und Hasen hört es bei mir auf. Es geht nicht darum, dass es hier keine echten Katzen sind und es ist auch keine Dokumentation, das weiß ich, es ist nur ein Spiel. Aber es geht um diesen Gedanken, den die Entwickler hatten, wo die das hier alles umgesetzt haben. Katzen auf so eine widerwärtige Art und Weise hier mit in die Story reinzubringen, das spottet jedweder Normalität meines Erachtens nach. Leute, die sowas machen, und das meine ich wirklich von Herzen, egal ob Katzen, egal ob Hunde, egal ob Hasen, die sollte man wirklich genauso abschlachten. Den sollte man den Pillemann abschneiden, den sollte man den kleinen Zeh abtrennen und zwingen müssen, den zu essen. Boah, ich steigere mich da aber auch jetzt ein wenig rein, das muss ich zugeben. Aber auch nur aufgrund der Tatsache, weil ich selber zwei Katzen habe. Und ich würde am liebsten hier einen schwarzen Balken drüber setzen. Aber nun gut. Ich finde es einfach nur verwerflich, dass die Leute, die das hier programmiert haben, überhaupt auf die Idee gekommen sind. Ey, was sollen wir denn machen? Sollen wir uns eine tolle Geschichte einfallen lassen? Oh, da ist ein Dorf und da verschwinden Katzen. Und anstatt hier zu zeigen, dass die einfach vielleicht einfach nur, in Anführungsstrichen, nur eingesperrt werden. Weiß ich nicht. Um dann geschoren zu werden, weil jemand einen Fetisch auf Katzenfell hat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ist hier eine Sache. Aber dann zu sagen, pass mal auf, hier die Katzen. Und dann findet der Nigel dann in einer Netzhütte die Katzen. Und die sind alle ermordet worden und sind gehäutet worden. Welcher perverse Idiot kommt auf sowas? Aber gut. Wir beruhigen uns wieder, kommen runter auf den Boden der Tatsachen. Es sind nur Pixelkatzen, so wurde mir gesagt. Ich soll mich nicht so anstellen. Ja, ich werde jetzt mir diese noch nicht nochmal anschauen. Ich werde mich hier einfach umschauen und so schnell wie möglich raus. Fotografien von Lucy und mir. Oh. Aber wie... Tatsächlich. Und da muss ich mir jetzt hier irgendwas Besonderes angucken. Die Nägel, eindeutig. Nee, doch nicht. Ach, ein Schlüssel. Okay, war das jetzt nur der Schlüssel hier, den ich mir angucken musste? Ach, guck mal. Wo ist denn das hier bitte? Das sieht aus wie ein Zuckerwattestand. Wo war das denn bitte? Habe ich da was nicht mitgekriegt? Auch das hier sieht sehr sonderbar aus. Also der Nigel muss ein Zweitleben führen. Der muss sich irgendwo... Das ist doch eindeutig eine Kirmes hier, oder nicht? Und da ist nie einer runtergegangen. Es ist sehr merkwürdig. Wo die Fotos herkommen, ist ja als auch wieder fraglich. Da steht eine Eisenbahn. Wir gehen mal weiter rein. Oh Gott, was erwartet mich da? Oh nein. Ich halte mir jetzt echt die Augen zu. Soll da etwa noch eine... Da liegt eine Katze blutverschmiert. Eine düstere Sammlung von Gegenständen. Eine düstere Sammlung von Gegenständen. Oh Gott. Mir wird schlecht. Mir wird echt schlecht. Na, das hätte er doch mal machen können. Ein paar Menschen hier hin. Ah, der sagt aber da nichts dazu. Hervorragend. Was soll das? Was soll mir das sagen? Hm. Oh nein. Boah, die sehen auch alle... Weiß ich nicht aus. Hallo. Das Porträt. Was? Ich kann nicht hinsehen. Ich kann woanders nicht hin. Ist mit den Augen. Der reine Hass.
Naja. Oh nein, bitte nicht. Keine Großaufnahme. Mr. Tibbs, nehme ich an. Oh nein. Arme, gequälte Kreatur. Ich muss keine Großaufnahme, Gott sei Dank. Oh. Na, ist klar. Ja, aus Geisterhand. Fliegen. Ich muss schnell nachdenken. Wie schnell nachdenken, hä? Okay. Am liebsten würde ich die Hütte abfackeln hier. Hilfe, Lucy! Ich bin eingesperrt! Nigel? Ja, beweg dich! Bitte kommen! Bitte Hilfe, Lucy! Ich bin eingesperrt! Holen Sie mich heraus! Die Tür ist versperrt! Macht sie auf! Nigel! Nigel! Die steht davor? Das hätte Nigel, unser starker Mann, natürlich nicht geschafft. Nigel, was ist los? Die fliegen. Schaffen Sie sie weg von mir. Nigel, hier ist nichts. Schaffen Sie sie weg. Hören Sie auf. Sehen Sie mich an. Oh. Die Katzen. Oh, bitte nicht. Sie wurden gehäutet. Danke für Wer diese... Wer auch immer das getan hat. Info. Er wird dafür zahlen. Hoffentlich. Da waren Fliegen, tausende von Fliegen. Es ist dieser Ort. Er beeinträchtigt Ihr Urteilsvermögen. Nein, es war real, ganz sicher. Was ist das? Bilder. Das sind Sie und ich. Jemand hat uns beobachtet. Wer? Wer würde das tun? Und die Katzen, es ist grauenhaft. Ich weiß nicht. Hier, nehmen Sie, als Beweis. Gute Idee. Wir sind die Ersten am Tatort. Ich schaue mich mal um. Mal sehen, was ich finde. Ach, die filmt das jetzt. Okay. Was ist denn da hinten jetzt mit gewesen? Aha. Ja, was? Die ist weg? Okay. Die Sense da, die Klinge ist weg. Diese widerlichen Kreaturen beobachten meine Fortschritte. Tötet sie, weidet sie aus, häutet sie, verbrennt sie, lockt sie hierhin zu diesem Ort, verriegelt die Tür und besiegelt ihr Schicksal. Wo William einst versagte, werde ich siegen. Sie sprechen zu mir, meine ermordeten Brüder. Sie lehren mich die Kunst des schwarzen Herzens. Das Tagebuch enthält das Geschwafel eines Verrückten. Ja, da ist ein Elch oder was auch immer. Mit zwei Pfeilen im Kopf, der geköpft ist. Och Gott. Ey, das ist doch pervers, das ist doch widerlich. Ja, schon wieder die drei Kronen. Drei Kronen, eine Verbindung zu der Legende. Och. Ach, wie kann man einen Satz immer und immer wieder verwenden? Ich muss die Arbeit meiner Brüder vollenden, denn sie kannten das letzte große Geheimnis um den größten Schatz von Sexton. Wie schon meine Brüder vor mir, werde ich einen Ort für die dunkelsten Begierden erbauen und seine Wände mit Blut schmücken. Niemand darf die Krone finden, niemand darf zu tief graben. Es ist meine bescheidene Aufgabe, meine allein, denn meine Brüder sind nicht mehr. Ich spüre ihre Gegenwart, näher, immer näher. Sie warnen mich vor den Narren, die sich einmischen wollen. Schatzsucher, öffnet ihnen die Herzen, öffnet sie weit. Vergießt ihr Blut, das Geheimnis muss gehütet werden. Oh. Jemand setzt die finstere Arbeit der Eggers fort. Das ist ein Wahnsinnskommentar dazu. Na schön. Raus, raus. Nur das Bild. Oh, nein! Das hat sich verändert. Hm? Tatsächlich. Da in der Mitte, der links da. Oh. Wieso müssen wir uns jetzt wieder diese lange Szene angucken?
Entschuldigt, aber... Porträt. Oh. Ich kann nicht hinsehen. Naja. Irgendetwas ist mit den Augen. Irgendwas. Der reine Hass. Ja. Es ist halt so, es tut mir leid, aber nach dem hiesigen Zimmer... fällt es mir wirklich schwer, irgendwas Gutes hier an dem Spiel zu lassen. Eine düstere Sammlung ja. von Gegenständen. Und vor allen Dingen, dass wir diese Kommentare hier auch nicht abkürzen können, das... Egal. So, was müssen wir jetzt machen hier? Ist sie fertig mit dem Fotografieren? Wie läuft es mit den Beweisen? Mühsam. Hinter all dem steckt jemand wirklich Gestörtes. Mühsam? Wieso denn mühsam? Die muss doch nur da abfotografieren. Wie läuft es mit den Beweisen? Nein, ich... Mühsam. Hinter all dem steckt jemand wirklich Gestörtes. Ich will doch nur raus hier. Die Tür. Wie läuft es mit den Beweisen? Weißt du klickst auf die Tür. Mühsam. Hinter all dem steckt jemand wirklich Gestörtes. Gut, also ich komme hier noch nicht raus. Ich habe hier irgendwas übersehen. Wie schön, dass das Spiel hier einen festhält. Was ist mit dem Bücherregal? Ich guck mir nicht nochmal die Katze an. Oh. Ist das eine Krone? Ist das eine Krone? Das ist ein Buch, ja, du. Definitiv eine Krone. Ach, wieder einer derselbe Kommentar. Frederick Ager. Ja, Tagebuch. Agerhaus, Raven Lane, Northfield und so weiter. Oh, drei Federn. Die Stadt ist viel weiser, um noch dem Schatz zu eifern aus längst vergessener Zeit. Doch kommen noch viele aus Ländern ganz fern, um die Krone zu suchen unter Mond und Stern. Einen Ort muss ich schaffen, in Grindels Umarmung, wo die Gierigen ihre Seele verlieren. Diese edle Tat, sie fällt mir anheim, damit Krone und Gestern beschützt mögen sein. Eine Legende verbreiten, die weit soll reisen, doch Wahrheit, Ort und Krone verborgen. Soll sie zu Grindel locken, der still und leise schon auf sie wartet, sie zu zerreißen. Blut färbt die Wände scharlachrot. Grindel bringt den Gierigen den Tod. So ist Schluss mit der gierigen Jagd. Er baut an einem Ort in Grindels Umarmung? Er muss die Netzhütte meinen. Aha, toll. Okay. Sonst noch was? Ach, die hatte ich eben noch nicht, das Buch. Das hatte ich, ja. Und hier oben. Das hat sich auch nicht verändert. Ich guck mir nicht nochmal die Katzen an, vergiss es. Was ist mit dem Bild? Hat sich das nochmal geändert? Nein, hat es nicht. So. Das hat sich verändert. Ja, und anstatt wir es jetzt abkürzen können. Nein. Das Porträt. Ich kann nicht hinsehen. Ja, ja. Irgendetwas ist mit den Augen. Ja. Der reine Hass. Mit deinem Kopf ist auch was nicht in Ordnung. So, raus hier. Kann ich jetzt vielleicht raus? Ist sie jetzt fertig? So. Ich klicke hier oben auf die Tür. Pass auf. Was passiert? Wie läuft es mit den Beweisen? Mühsam. Hm. Hinter all dem steckt jemand wirklich Gestörtes. Aha. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Wer hat es geschrieben? Irgendein Hinweis? Nein, aber jemand sehr Lebendiges. So viel ist sicher. Also kein Ghostwriter. Wir machen Fortschritte. Das Tagebuch enthält das Geschwafel eines Verrückten. Nicht verrückt, Nigel. Psychotisch. Das ist geplant, vorsätzlich. Das stimmt. Das Gemälde hat sich verändert. Welches Gemälde? Die Ager-Brüder. Eine alte Familie. Böse bis auf die Knochen. Warum ist das Gemälde hier? Jemand setzt die finstere Arbeit der Agers fort. Wie ein Nachahmungstäter, meinen Sie? Schlimmer. Ich denke, er glaubt, er könnte das Unausweichliche verhindern. Was genau meinen Sie mit dem Unausweichlichen? Es ist so... Überleg mal, wie viele Bilder die jetzt schon gemacht hat. Das... Naja. Die Entdeckung des Schatzes. Sie glauben, die beiden sind miteinander verbunden? Da bin ich sicher. Ich denke, dies war eine Warnung.
Eine Warnung für Neugierige? Vielleicht. Ja, an uns. Und diese Katzen. Ihre Neugier hat sie getötet. Das liegt jetzt nicht mehr in unseren Händen. Wir müssen die Polizei rufen. Ja, Sie haben recht. Das ist jetzt ein Kriminalfall. Verschwinden wir von hier, bevor wir den Tatort noch mehr kontaminieren. Na endlich, bloß weg hier. Ich kann zur Telefonzelle gehen, wenn Sie sich verdrücken wollen. Nein, darum kümmere ich mich. Wieso sagen Sie das? Ich sage es meinem Bruder. Ihrem Bruder? Welcher Bruder? Sie werden ihn als Alex Bidmore kennen. Der Journalist? Ah, ich hätte es wissen müssen. Er ist kein Journalist, er ist Detective. Bei der Polizei. Ich hätte es trotzdem wissen müssen. Wieso sagen Sie das? Woher soll ich das wissen? Sein Name, es ist ein Anagramm. Ich habe das Wort Spitmore umgestellt. Er hat eine falsche Identität. Er schien mir von Anfang an verdächtig. Er hat eine falsche Identität. Ja, Spitmore ist ein Anagramm von Impostor, also Hochstapler. Und er ist Ihr Bruder? Was tut er hier? Er arbeitet verdeckt. Er ist jetzt seit Wochen in diesem Fall. Die Katzenentführungen? Warum hat er das nicht gesagt? Tja, er dachte, Sie wären es. Was? Also war unsere Freundschaft eine Lüge? Nigel, nein. Ich mag Sie. Ich konnte nur nichts sagen. Und übrigens, Sie sind auch nicht besonders entgegenkommend. Was? Jetzt zurückzicken hier, oder was? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich kann. Warum sind Sie wirklich hier? Was ist die Hedden Corporation? Und von wem haben Sie diese Apparate? Und warum? Okay, also war keiner von uns wirklich offen. Aber Sie müssen verstehen. Ja, ich habe auch nicht gern Geheimnisse. Ich suche Alex und sage ihm, was wir gefunden haben. Und ich? Was soll ich tun? Ruhen Sie sich aus. Sie haben einen Schock. Ein Tee wirkt Wunder. Tee? Aha, verstehe. Bei Nanny Noah? Genau, Nanny Noah. Ruhen Sie sich aus. Ich rufe später an. Na toll. Ob man der vertrauen kann? Oh! Jetzt kommt hier mal Schwung in die Bude. Hallo. Und der Fernseher läuft weiter. West by North, 3, 19 miles. Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? Komm ein bisschen fröhlicher. Nigel, Sie sehen furchtbar aus. Lucy und ich haben etwas gefunden. Etwas... Hinsetzen, Junge. Ich setz den Kessel auf. Sagt ja jemand Koordinaten? Ist das die von Nanny Noahs Haus? In der alten Netzhütte war ein Geheimzimmer. Ein Albtraumzimmer. Gütiger Himmel, was war dort drinnen? Die Katzen der Stadt, lebendig gehäutet. Mein Gott, wer würde so etwas tun? Das ist noch nicht alles. Es gab Hinweise darauf, dass jemand die dunkle Arbeit der Eggers fortsetzt. Die Eggers? Und Nigel, sie werden auf sich aufpassen müssen.
Ja, was du nicht sagst. Okay, viele von euch hatten dieses Albtraumzimmer schon erwähnt. Ich hätte da jetzt wirklich was erwartet, was mich wirklich gruseln lässt, aber das hat mich nicht gegruselt, das hat mich schockiert und aus der Haut fahren lassen, dieses Albtraumzimmer. Das ist ein Albtraumspiel hier. Lucy hat etwas Unerklärliches gesehen. Sie wird Wahrheit und Realität in Frage stellen. Seien Sie vorsichtig mit ihr, Nigel. Ich habe Ihre Schatzsuche abgeschlossen. Oh, gut gemacht. Das wirkt jetzt etwas banal, aber hier ist Ihr Preis. 100, was? Aber ich habe doch nur Ihre Hinweise getestet. Egal, hier, nehmen Sie. Das ist ein Glückslos für die Mai-Feiertagstombola. Ich kann etwas Glück brauchen. Ich glaube, ich habe den Geist von Emily Travers exorziert. Ich dachte, Sie hätten etwas vor. Ist sie etwa fort? Ja, ich denke schon. Eine traurige Geschichte. Ich glaube, William Ager hat sie getötet. Viele haben Ager und seine Brüder verdächtigt. Es war nicht das erste Mal. In der Stadt hielt man sie für Mörder? Oh ja, sie hüteten ein Geheimnis. Ein uraltes Geheimnis. Das Versteck der verlorenen Krone? Suchen Sie sie nicht, Nigel. Das verfluchte Ding zu finden, bringt nichts Gutes. Aber ich glaube, ich bin nah an der Wahrheit. Sie müssen die Krone nicht finden. Lassen Sie die Dinge ruhen. Oh, genug geplaudert. Hier, geben Sie mir Ihre Teetasse. Oh, kein Tee mehr, danke. Nein, nein, ich werde aus den Blättern lesen. Wirklich? Wie originell. Diese Achterfigur ist sehr interessant. Vor allen Dingen, sie sitzt vielleicht? Sie sitzt auf der anderen Seite. Oder vielleicht eine Sanduhr? Das deutet darauf hin, dass sie irgendeine Entscheidung treffen müssen. Wir alle müssen Entscheidungen treffen. Guter Einwand. Vielleicht läuft die Zeit davon. Diese Form erinnert mich an... Oh ja, eine Katze. Oh, nicht schon wieder. In der Tasseographie bedeutet das... Tasseo-wie? Tasseographie, das Lesen von Teeblättern. Diese Form deutet auf einen falschen Freund oder hinterhältigen Menschen hin. Diese runde Form, sie bedeutet Erfolg oder Abschluss. Vielleicht finde ich endlich meinen Schatz. Das ist ein Rätsel. Ein Vogel? Ein Rabe? Vielleicht eine Krähe? Ja, definitiv ein Mitglied der Krähenfamilie. Oh, Unglück steht bevor. Vielleicht der Tod. Gütiger Himmel. Ist doch gut jetzt, oder? Danke. Das ist vorerst alles. Vielleicht noch etwas Tee? Ja, sehr gerne. Heute wird es eine dunkle Nacht werden. Der Abend vor dem Maifeiertag. Eine mächtige Nacht im heidnischen Kalender. Die Sachsen begannen ihre Feierlichkeiten in dieser Nacht. Es war ein Abend der Spiele und Festlichkeiten, mit denen das Ende des Winters und die Rückkehr der Sonne und die Fruchtbarkeit der Erde gefeiert wurden. Bauern und Dorfbewohner mit Fackeln bahnten sich ihren Weg hinauf auf die Gipfel hoher Hügel oder Bergklippen und entzündeten dann hölzerne Räder, die sie hinab in die Felder rollten. Wollte er eben nicht keinen Tee? Morgen ist der 1. Mai. Beltane, benannt nach Bel, dem keltischen Gott der Sonne. Ich rechne morgen mit einem klaren, warmen und herrlichen Tag. Der Sommer steht unmittelbar bevor. Ich spüre es in der Luft. Das ist aber der Mond, das ist nicht die Sonne. Und da war eine Katze. Toll, einfach mal vor die Tür gesetzt. Erst will er keinen Tee, dann liest sie aus seiner Teetasse und dann, oh ja, gib mir noch eine Tasse Tee. Ja, super. Es ist wieder Nacht. Ja, das heißt, ich soll mich jetzt schlafen legen. Nanny hat mich mal einfach vor die Tür gesetzt. Herz allerliebst. Anstatt man sich irgendwie mal anständig verabschiedet. Nein. Gut, also ich soll mich schlafen legen, denke ich mal.
Keine Lust, jetzt hier noch irgendwie rumzueiern. Oh, Katze ist weg. Hä? Was ist... Das ist doch Bob? Guten Abend, Bob. Ja. Und was für ein Abend das ist. Haben Sie gehört, was bei der Netzhütte passiert ist? Das habe ich. Schlimme Sache. Wer würde so etwas tun? Ist jetzt eine Sache der Polizei. Dieser Balken in Harbor Cottage. Was ist damit? Sie sagten, er wäre alt, von der Armada? Die spanische Armada. Die gescheiterte Invasion. Viele Schiffe gingen in dieser Gegend verloren. Damals, im 17. Jahrhundert. War es nicht das 16. Jahrhundert, Bob? Ah, das stimmt. Viel von dem Schiffsholz wurde wiederverwendet, um die Stadt Saxton, so wie sie heute aussieht, aufzubauen. Etwas morbide, finden Sie nicht? Nein, kreativ und praktisch. Wie Edward Molina selbst? Oh, er war tatsächlich praktisch und kreativ. Vor allem mit seinem Schiffsladeverzeichnis. War er ein Schmuggler? Vielleicht. Aber das haben Sie nicht von mir, okay? Was ist das? Lautsprecher. Für morgen. Oh, natürlich. 1. Mai. Sie kommt. Strahlend und lieblich. Wer? Sie werden sehen. Schon Fortschritte mit meinem Fernrohr gemacht? Noch nicht. Kommen Sie morgen zu mir. Gute Nacht, Bob. Nacht, Junge. Morgen ist bald heim. Stehen Sie früh auf. Na dann. Dann werden wir uns mal schlafen legen. Und dann wird es das auch hier aus diesem Teil erstmal gewesen sein. So, zieh deine Chipkarte durch. Genau. Ach, er geht direkt hoch. Das ist praktisch. Ja, Freunde, Moment. Kann ich hier noch was ablegen dann? Das Inventar ein bisschen verkleinern. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Tja, hier fehlen auch noch jede Menge. 2 Stück fehlen. Wie sieht's aus mit den Bildern? Da fehlt noch eins. Da fehlt eins. Ach, guck mal. Oh, und hier fehlen ganz viele. Naja. Gut. Dann legen wir uns schlafen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. NRW über 18. Adieu. Ist jemand hier gewesen? Wer würde so etwas tun?